Moin ihr lieben Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe mich ein bisschen wieder reingefunden. Ich habe ja ein paar Parts vorausgenommen und jetzt ist alles wieder aktuell und ja. Kann gerade nicht so gut aussprechen, aber ja, ich bin leider immer noch krank. Ich habe Stress bei Minecraft und ja, bin ein bisschen sauer auf Regnum, aber es ist eigentlich alles gut. Hauptsache ich komme vorwärts. Ich bin jetzt Level 31, habe eine recht gute Skillung gewählt, eine Mischung. Das braucht man einfach, weil die Skills so lange brauchen, um wieder aktiv zu sein. Also Cooldown haben, einen großen Cooldown. Ja, außerdem hat mich einen Zuschauer namens Brsee oder auf Englisch Brsee angeschrieben. Er hat gesagt, ich könnte ja mal die Einstellungen von der Steuerung ein bisschen ändern. Vielleicht geht es dann besser in Stresssituationen vor allem. Und eben, dass es nicht wieder so hakt. Also muss das mit der linken Maustaste aus sein, also plötzlich falsch ist oder so. Ich müsste schauen, ich könnte vielleicht so steuern, aber das ist viel zu umständlich. Gibt leider nicht so viele Sachen zum Auswählen, ist ein bisschen schade. Was könnte ich ändern? Man kann nichts ändern. Das Problem ist einfach, wenn man die Steuerung anders wählt, dann hat man eigentlich nicht die normale Steuerung mehr. Das ist eigentlich die normale Steuerung, wo auch in anderen MMORPGs so sind, beziehungsweise einfach die alten. Eine neuere geht nicht, weil die Slots alle fehlen. Die Auswahltasten der Spells, also 1 bis 9, sind nicht vorhanden. Und die F1 bis F12 Tasten kann man auch nicht wählen. Ist leider nur mal so. Ich habe es ihm schon geschrieben. Es geht halt einfach nicht so. Ja, es liegt an der Steuerung von Regnum, nicht an der Steuerung von den Tasten. Also es kann wirklich wieder sein, dass ich plötzlich wieder falsch habe, die Kamera. Und ohne dass ich irgendwas geändert habe, also nicht die Maus gesteuert habe, nicht die Q und E Taste gedrückt habe und so weiter. So ist ja ganz easy. Da geht sogar das Pferd mit. Aber es ist halt immer diesen Schwenker, oder? Um 180 Grad. Und danach sind die Spells manchmal nicht richtig aktiv. Man sieht es nicht, wo wir die ganze Zeit draufklicken und so weiter. Also es ist leider nicht gerade so gut gemacht in der Regel. Aber eben. Oh. Sind sowieso die Ignis-Quests. Ja, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Wenn wir hingegangen. Schon wieder auf Hauptstadt. Ja, Hauptstadt gehe ich als letztes. Hä? Wir suchen jetzt mal noch kurz Gegner, wo wir leveln können. Und dann probieren wir die einfach mal ein bisschen an. Ich habe davor Hauptstadt gelevelt. Und ging eigentlich relativ gut bei diesen Löwen. Bei diesen Duckerfangs. Also Säbelzahntiger. Und ja. Ging nicht so gut. Ich habe ja nichts gefunden. Schaut euch das an. Greifen habe ich auch gemacht. Die echten Sachen sind noch vom Level mit dem anderen. Das sind noch die alten Ausrüstungen, die ich nicht mehr brauche. Die Ringe habe ich mal aufgenommen noch. Werde ich aber wahrscheinlich alle wegschmeißen. Die nicht mal, also die Magierringe werde ich vielleicht lassen. Wie zum Beispiel diesen hier. Vielleicht brauche ich mal Intelligenz, wenn ich auf Stabskillung mache, setze. Einen kleinen Cyanid habe ich noch gefunden und ein paar Magneten. Aber das waren unter 3, glaube ich. Jo. Oh.
Ist scheiße, wenn man so krank ist. Ich bin die ganze Zeit jetzt krank. Ich trainiere zu viel, habe zu schlechte Abwehrstoffe wahrscheinlich. Und es sind zu viele Viren hier in diesem kleinen Dörfchen. Ja, die Famke und der Korchakota. Korchata. Oh, nur Korchata. Ja, und weil ich so ja wenig Luft bekomme, habe ich manchmal Redeprobleme auf Hochdeutsch. Schweizerdeutsch geht eigentlich ein bisschen, ja, relativ gut. Aber ist nun mal so. Ich habe ja auch schon mal einem anderen, ich glaube im Livestream gesagt, dass ich einfach mehr Probleme habe, weil ich Basler bin. Weil ich einfach Baslerdeutsch rede. Und das eines der schwersten in der Schweiz, von der Schweiz ist. Also tut mir leid, wenn es halt ein bisschen nervt. Dafür müsst ihr mich nicht haten. Es hat jemand gehatet im Livestream. Den habe ich direkt gemeldet. Und scheinbar wurde es angenommen, also er ist nicht mehr da, der Arme. Aber wenn man hatet, ist man eigentlich immer auf der Verliererseite. Scheinbar wollen es die Verlierer halt einfach so. Aber ihr müsst ja nicht haten, oder? Haten ist also so am Schlimmsten, was ihr machen könnt für euch selber. Heutzutage gibt es immer Leute, die extrem sensibel sind oder extrem hart. Und wenn ihr einmal einen Harten trefft, dann ist es aus mit Haten, dann macht es nie mehr, weil ihr die Konsequenzen tragen müsst. Und das ist heftig. So, jetzt in der Hauptstadt haben wir dann doch noch eine Quest. Jetzt habe ich gar nicht noch kurz reden. Dann gehen wir noch kurz reden. Ah je. Was sind diese Frau oder Mann? Erik van Zabel, das ist ein Mann. Das ist ja oben, oder? Nein, der, das ist der drüben. Da oben ist eine Frau. Und das ist der. Hm. Hanfi scheint ein neues Design, also beziehungsweise ein neuer Charakter. Es ist sowieso weg. Naja. Frage ich ihn ein anderes Mal, jetzt tun wir Let's Playen. Hm. Da vorne. Hä? Ist da jemand? Ja, es ist jemand. Okay. Habe ich das wieder vergessen? Waffenschmied. Geht's noch? Bastardschwerde. Hey, du bist ein Waffenschmied. Und bist dort und machst so einen Scheiß. Gut. Ich glaube, du wirst langsam bankrott. Boah. Wieso immer diese Schamanen? Ich hasse die langsam. Immer die ganze Zeit diese Quests mit den Schamanen. Ist ja schlimm. Regnum, quäl mich nicht. Ist ja schlimm, hä? Heftigst schlimm. Ich besieg den mit Stabskillung. Jetzt mache ich recht viel Damage mit zwei Verzauberungen. 50% mehr Schaden. Ja, natürlich nicht die 1000 von einem Barbar, aber ja, geht so. Ha, schon das Schwert. Ich musste gar nicht mehr zu dem. So. Und jetzt... Ja, ja, natürlich. Lame. Was? 2442 Coins. Und 611. Ja, jetzt leveln wir hier noch ein bisschen. Hä? Die Bären. Die Vögel sind weiß. Naja, leveln hier nicht. Ihr lasst doch raus! Ja, Bach! Oh je. Yeah. Ich muss mich immer um die Katzen kümmern. Also kurz ein bisschen die Boost vom Tages ausmachen.
habe meinem Vater und meiner Schwester gesagt, sie sollen die Katze halt rauslassen, wenn sie unbedingt will. Aber wenn die immer Angst hat, geht sie sofort. Ich dachte, ich kann eine halbe Stunde in Frieden aufnehmen. Zombies, kommt raus. Boah, machen die Damage. Heftigst. Ja, der andere ist zu faul. Ich war jetzt die ganze Zeit mit den Katzen beschäftigt. Das war nicht fair. Das ist heftig, wie schlimm das ist. Kommt sie heim aus der Arbeit, von der Arbeit zurück, macht sie so Probleme. Ist immer zickig. Naja. Okay. Ich glaube, das reicht, oder? Machen wir den Troll noch. Die droppen wenigstens etwas. Ein bisschen schützen. Ja. Da kannst du dich anbrüllen. Das reflektiert zurück, du kleiner Troll. Ha, ich bin ja fast Größe. Ja, ist nichts mehr. Lame. So, Lames Hamsti. Aus Hanfi wird der Hamsti. Beste. Das muss ich kurz plagen. Sagt sie nichts. So, dann haben wir hier auch fertig, hoffentlich. Da haben wir noch eine Quest, okay. Aber die machen wir später. Ja, toll. Da vorne bleibt... Oh. Immer das Zurückgehen. So. Steine abgeliefert, aha. Okay, dann gehen wir Richtung Birka. Jo. Gehen wir oben durch. Jetzt muss ich dann wirklich mal schauen, dass ich in die Warzone komme. Einfach ein bisschen leichte Schlachten unterstützen. Machen wir heute Abend im Livestream, oder? Ich denke, das ist der beste Zeitpunkt. Einfach mal ein bisschen helfen. Wenn es geht halt. Aber wahrscheinlich wird wieder nichts los sein, aber ich hoffe es nicht. Naja. Ist halt ein Spiel, das langsam in die Knie geht, weil die Entwickler zu dumm sind, irgendwas zu machen. Machen jetzt halt noch mehr Grinding rein mit dem Crafting. Ich hoffe, sie verbessern nebenbei noch etwas. Ich muss wirklich bis heute Abend im Livestream mal ein bisschen etwas durchlesen wieder. Aus dem Forum, dem offiziellen. Und dann kann ich sie ja berichten heute Abend, wenn ihr Lust habt. So. Einen Fels. Da haben wir noch einen Schatz. Ein paar Goldminzchen. Gehen wir oben durch. Ist nur ein wenig kleiner Umweg. Aber hier gibt es viele Magneten, die brauche ich einfach, weil ich euch ja zeigen will, wie die Magnetenwaffen so sind, wie stark sie sind. Ja, so aussehen habt ihr ja meistens gesehen. Ich habe es ja auch angeredet, beziehungsweise eben gesagt, das sind Magnetenwaffen. Die haben immer diesen unverkennbaren grünen Ton, wenn sie ein bisschen dunkler grün sind oder so. Das sind es meistens, Legendary Waffen. So ausgezeichnete und so weiter. Einfach die guten
Bonis, beziehungsweise halt eventuell besondere Waffen, die einfach weiß sind oder gelb. Aber scheinbar gibt es halt nicht so ein großes Item-Boni-System. Das ist ein bisschen schade. Die haben das schön vorbereitet und haben es nie weiterentwickelt. Ist nichts los hier. Sind schon wieder ein paar Süchtige durchgegangen. Ja, da ist schon wieder so ein Süchtiger. Leech of Draven, natürlich. Der Oberhamster. Der Hamster dieses Servers. Also dieses Reiches auf diesem Server. Hamster. Ja, jetzt sind wir im Birka. Und schauen mal. Haben wir ein Level Up heute? Also jetzt gerade? Sonst müssen wir nach Monsognir. Ja, jetzt muss ich hinten durch, natürlich. Nö, du fauler Sack. Okay. Da war noch eine grüne, aber ist ja nicht so schlimm. Dann kloppen wir hier oben nochmals. Jetzt haben wir 5, schade. Ja, machen wir die Quest dann nachher. Ja, ich bin ein Spiel, das nichts aushält. Ich muss nur, darf nur 5 Quests sein. Der Spieler kann mich in die Knie zwingen. Aber ich werde 5 Quests nur annehmen. Ich bin der Spiel-Champions of Regnum. Und ich glaube, der Let's Player ist ein bisschen, gerade ein bisschen böse zu mir. Och, ich bin so ein armes Spiel. Oh, was habe ich gerade gesagt? Ich hasse diese Goblins. Das sind sie wieder. Hi! Muss ich gleich mal Schokolade essen. Nebenbei. Tja, meine Beschwörung ist tausendmal besser als du. Aha. Und jetzt? Okay, die Quests sind öde. Ihr müsst bedenken, ich bin schon seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren, nicht verschlucken, Drago. Seit 8 Jahren bin ich Champions of Regnum Spieler. Ich musste also 8 Jahre schon dieses scheiß Quest-System und Item-System aushalten. Und dieses Lähmungs- beziehungsweise einfach Stun-Zeugs. Und bin immer noch sehr glücklich über dieses Spiel. Geht irgendwas schief? Nein, es ist einfach diesen Charme. Man kann nicht weg davon. Man kommt immer wieder zurück. Und ich denke, okay, da fangen diese Runenstein-Quests an. Mache ich nicht weiter. Gebt mir endlich mal ein bisschen EP. Hey, ich muss ein Level up kommen. Heftigste. Da. Der Jägertrainer. Okay. Und jetzt? Da vorne. Okay. Und scheinbar interessieren sich recht viele eben für Regnum. Es ist mein beliebtestes Let's Play. Also, ja. Das momentan ich besitze. Natürlich war die 4. Season noch ein bisschen erfolgreicher, aber das kam in den ersten 30 Folgen auch nicht so. Oder den ersten 40 Folgen. Sollte ich euch mittlerweile eher sagen. Es kommt halt, in YouTube geht alles so langsam. Es ist einfach so. Wenn die wenn die Zuschauer ein bisschen mehr interessiert wären, dann wird es natürlich schneller gehen. Aber Hauptsache schon, das soll eben dieses Video überfluten in YouTube. Also könnt ihr gar nichts mal dafür, wenn ihr nicht so
nett zu den Let's Players seid. Ich bin auch nicht so nett zu manchen Let's Player, aber die haben es wenigstens verdient. Ja, ob ich es verdient habe, weiß ich nicht. Ich glaube auch eher weniger, wenn ich so manche Kritik mache. Aber dann kommen wieder diese Oberheinis, die meinen, ja, sie können überall Werbung machen und lassen hier Kritik los. Und da denke ich einfach so, ja, soll ich das überhaupt noch machen? Soll ich mich einfach mal beeinflussen und diese Kritik mal abschalten? Eher nicht. Ich verstehe jetzt nicht, wo ich hin muss. Da! Ich habe mit der geredet und wollte raus und... Was habe ich? Das Schild getroffen, yes! Ich wurde nicht gestunt. Yes! Yes! Level up! Level 32! Läuft bei mir. Das war die beste Quest, einfach alle Trainer anreden. Gut, dann wollen wir mal hier screen. Nö. Noch nicht. Was wollte ich? Ich wollte eigentlich Blitzverherrlichung noch nehmen, aber das mache ich dann mal ohne. Ich nehme hier weiter oder... Ja, hier ist ja nicht so. Mana-Gemeinschaft. Eine Aura. Cool. Mana-Pylon, magische Barriere. Ja, das ist die kleine Barriere, die ist ja nicht so nützlich. Schade. Segen wäre nicht schlecht. Aber das ist nur für andere eventuell. Ja, ich muss hier... 4. Soll ich denn noch nehmen? Willenskraft ist ja nur umhauen. Ja, kann ja nichts. So, der Jäger mit seinem fetten Säbelzahntiger. Kommen jetzt eigentlich nur noch kleine Noobs zum Clan. Es werden extrem viele eingeladen, die einfach mal so banale Diskussionen machen oder so jetzt. Wow, Level Up. Da hoffe ich, dass er neu ist. Auf jeden Fall. Unerfahren. Weil wenn er immer Level Up sagt, dann hat er ja nicht so einen tollen... eine tolle Reichweite zu den anderen. Also... Ja, ich gehe zu der Hauptstadt zuerst. Boah, der Rottweiler hat eine Auszeichnung, hat einen Aquantis bezwingen. Monster, du. Ich habe jetzt gerade nichts. Ich habe keine Lust zu schreiben. Ich hätte einen guten Witz. Für einen Aquantis bezwingen. So. Ich würde ihn Rottheiler nennen. Scheinbar ein Rottweiler-Fan. Naja. Darf ich meine ernste Kritik kurz aussprechen? Ich mag überhaupt keine Rottweiler. Aber das liegt nicht an den Rottweiler, sondern an den Menschen, die wir in der Umgebung haben. Die natürlich Joker anbellen müssen die ganze Zeit, aber naja, wenn man halt die nicht trainiert, Pech. Ich mache immer so, wow, und die Hunde haben Angst. Scheinbar sind die überhaupt nicht richtig erzogen. Ist einfach so.
Okay, Mondzucker müssen wir gar nicht mehr. Jetzt müssen wir wirklich nach Augsburg. Oh je. Yeah. Na gut. Gehen wir noch kurz und dann haben wir gleich dort unser Plätzchen. Gehen wir noch zu BK kurz und gehen uns um. Oder sollen wir noch leveln? Hey, nein, ich mach's einfach mal. Genau, wir können uns einfach so ein bisschen zurückziehen und einfach die Toten ein. Oh. Das wird was, hä? Schlimm. Heftigst. Qualvoll. Naja, okay. Ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht so gut bin. Ich bin ja nur zu Level 32, also ich denke, die werden es wahrscheinlich zwar ein bisschen schade finden, wenn kein anderer Heiler dort ist und ich nur so blöde heilen kann. Aber vielleicht hätte ich einfach zurück. Ich lerne mal ein paar Schimpfwörter auf Spanisch und dann mache ich so richtig bäh. Ich bin wirklich manchmal ein Zurückhater, aber was soll man machen? Und die meinen, die können ohne Gegengefahren haten, dann sind sie selber schuld. Ich habe früher immer gesagt, wenn ihr mich hatet, dann hate ich zweimal zurück. Oder zweimal so viel zurück manchmal, ja. Und es hat extremst geholfen. Niemand hat mich manchmal gehatet. Das muss ich unbedingt nochmal schreiben, einfach Spanisch kenne ich es jetzt nicht, aber das müsst ihr unbedingt sagen, wenn ihr gehatet oder zum Beispiel gemobbt werdet oder so. Zeigt's denn! Hatet zurück! Aber ja, nicht böse, also eben. Warnt sie eher. Nicht haten. Nicht zurückhaten, aber ich bin manchmal so und tue richtig böse haten. Zurückhaten. Wenn einer schreibt, ja, du bist so ein kleines Kitty, dann schreibe ich, ja, du bist so ein kleines Baby. Oh, dann hauen sie ab. Dann sind sie wie kleine Pussys. Jo. Massenwiederbelebung. Nein! Massenregeneration, Lebensrette. Schadenszauber mit Nebeneffekten. Was? Beleben. Selbstheilung, Verbündete heilen. So, dann hier. Fuchsverstand. Hey, nicht zurück. Fuchsverstand. Naja, lasse ich jetzt mal. Magie bannen. Ja, lasse ich auch mal. Waffenschaden. Bärenstärke unbedingt für die Barbaren. Segen unbedingt. Dann Energiebarriere. Oh, Mana Pool muss ich ja noch. Da muss ich hier zurückrudern. Ja, kann ich ja nur drei. So. Fluchen. Mana Gemeinschaft. Ne. Mana Pool. Arkane Hingabe. Nein. Ehrgeizige Aufopferung. Ja. Ist schon gut so. Synergiebindung muss ich noch haben. Da muss ich eins rausnehmen. Nein. Hier rausnehmen. Regeneration, komm.
so. Soll ich eins niedriger machen? Ach komm, ich lasse das so. Also Leute, ist es schon 30 Minuten fertig. Ich werde das dann anordnen und gehen wir dann questen. Und hab weniger FPS. Aha, geht so. Gut, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.